Da oben geht es auch noch weiter. Gehen wir erstmal oben lang? Ja, ne? Manate Grangos meinte damals, das lag in einer falschen Bewegung, zum Beispiel als ich ihm dann sagte, dass ich Postbote bin auf einem Fahrradbezirk mit vielen Hochhausläufen, war er ruhig. Also, ich muss schon durch. Ich glaube, ich muss mal eben zum Kistchen schauen. Was war das? Das war ich nicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Sarkophag. Ach, hier. Wie schön der da hochkrabbeln kann. Eine ja. Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ich hab den Gang nicht frei gemacht. Vielleicht doch? Ich hab da oben hingeschossen. Ja, und was, wenn die Spinnenweben miteinander verbunden waren? Nein, das sind die nicht, doch. Ah, ja. Oha. Ich muss mal umschalten. Ja, gut. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ja. Willkommen im Club. Revedi. So richtig lustig ist das hier nicht. Was hat er jetzt schon wieder Kling-Kling gemacht, Mann? Kann ich, ja, warte. Konfetto! Ach, hier. Nicht drin. Die sind doch miteinander verbunden. Die sind doch miteinander verbunden. Ne. Der selber so. Da ist was. Oh Gott. Haben wir noch so ein Dingeling? Da geht's runter. Und da geht's durch nicht, weiß nicht was. Ich glaube, wir gehen erst runter. Da unten ist irgendwo eine Truhe. Reveal. Ja. Gehe ich doch nicht zuerst runter. Da geht's in einen großen Raum rein. Ich glaube, wir gehen erst hier lang. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Reveal. Oh, Spinnen. Ich weiß nicht, was ich das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts.
eine Glitzerbombe. Hör doch mal auf, mir im Weg drum zu stehen, Kerl. Rivelio. Vielleicht ist es sein Hobby. Staatlich geprüfter Wegumsteher? Ja. Contrito! Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir doch in das Gewusel rein. Ach ja. Use, wir rennen ins Gewusel. Da liegt noch was. Danke. Revedi. Das macht bestimmt jetzt gleich Aua. Aber überall, das meiste ist meistens mit Spinnen, ne? Ja. Möchtest du vorher noch speichern? Ja, ich werde es mal versuchen. Ich werde auch vorher mir Kaffee holen und mal eben in der Badezimmer rennen. Weil sonst habe ich gleich, ich mache mir ein Hoseproblem. Das Problem muss nicht sein. Nein. Eine schöne Aussicht. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Aber es ist schön, dass Obi mir eine schöne Aussicht gibt. Mhm. Ja, zumindest eine ohne Krabbelviecher. Genau das. Aber das mit dem Badezimmer war eigentlich eine gute Idee. Und dann bastel ich mir gleich noch ein Cappuccino. Ja, viel Spaß beim Zusammenkleben. Ja. Du weißt ja, das Pulver ist Millionen Teile, also habe ich ein bisschen zu tun.
wieder da. Bibi. Danke. Bin auch wieder da und WB Opi. WB Rami. WB Ines. Danke, Anja. Und frischen Kaffee haben wir jetzt. Ui. Müssen wir nochmal eben mit gucken. Talente. Dunkle Künste. Den haben wir ja schließlich. Den haben wir nochmal. Stufe 22. Fluch Sapeur. Warte mal, da war irgendwas mit Raum der Wünsche. Was kann ich denn damit machen? Eduros Trankstärke. Aha. Kopfschmerz. Ich glaube, Kopfschmerzen brauche ich nicht. Ja, da ist nichts bei, was ich haben will. So, wackeln wir mal weiter. Das sieht nicht gut. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Der rennt schon nach unten rum. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Aha. Ach du meine Güte. Ja. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Ich glaube, die andere ist gerade rausgeflogen. Ja, das glaube ich auch. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich